Grüß euch, Freunde, bei Gesund und Wissen. So, Freunde, jetzt sind wir da dabei, gell? Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht wegen FFP2-Masken, gell? Und jetzt habe ich da noch was entdeckt. Die Menschen können das dann besser reden wie ich, gell? Und da kommt es noch ein glaubwürdiger rüber, sage ich mal gleich dazu so, weil sonst wird's, heißt es gleich wieder, alles ist ein Schmarrn, der redet nur Blödsinn und so. Aber schauen wir mal. Und da habe ich was gefunden und das werde ich jetzt da einspielen und dann schauen wir mal, wie gesund die FFP2-Maske wirklich ist. Ja, ich kann davon selber viel reden, sprich Erfahrung, sprich ich war eine lange Zeit mal Dachdecker und hab müssen diese Maske tragen im Dachstuhl drinnen, weil im Dachboden durch den Schutt und durch den Staub, was wir da gehabt haben und so, und da weiß ich vieles, dass da noch nicht gut gegangen ist, gell? Nicht wegen einem Staub oder so, sondern weil du keine frische Luft kriegst, ne? Weil du das nicht austauschen kannst, schlechte und gute. Und dann wird es da komisch und schlecht und was weiß ich alles, ja? Ja, vielleicht kriegst du Herzrasen, muss jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr genau sagen. War damals nicht so, aber damals war damals. Es ist schon wieder Jahrzehnte vorbei, gell? Und es gibt viele Menschen, die was krank werden durch diese Masken, durch diese Maskentragerei, ja? Die was das trotzdem noch weitermachen, weil es ja eigentlich muss ist, ja? Verpflichtend ist und so werden die Menschen krank gemacht. Da heißt es halt nachher, wie viele sind dort gestorben von Coronavirus und bla bla bla. Aber wie viel, es gibt auch Einzelfälle, wo Menschen schon gestorben sind, kollabiert sind, weil sie den Zuzel immer oben haben. Und wenn du die Menschen anschaust, die was das ist bei mir auch gewesen diese Woche, da habe ich auch ein Geschenk gekriegt und die geschenkten Masken waren gleich noch schlimmer. Und da hast du gemerkt, wenn die richtig oben ist, dass die zusammenzieht, wenn du Luft holst und auseinander bläst. Du kannst nichts oder nicht viel austauschen. Hey, und da wirst du fertig. Und viele werden da psychisch krank. Und das lässt man zu, oder was? Und deswegen spüle ich jetzt mal was ein. Okay? Werden und ebenfalls keinen Effekt auf die Ausbreitung und die Inzidenzen haben. Also das Maskentragen schlechthin muss dramatisch hinterfragt werden, weil es kommt nicht epidemiologisch unten an. Insofern erachte ich die FFP2-Maske also nun als einen massiven Verstoß gegen die Menschlichkeit und letztendlich gegen die Gesundheit des Menschen und eine vorsätzliche Körperverletzung, weil die Menschen dadurch krank werden, was ja das Robert-Koch-Institut selber auf seiner Homepage geschrieben, ausgedruckt hat. Die Leute werden krank durch die FFP2-Masken und sie sollten nicht für den privaten Gebrauch. Ist gut, oder? Koch-Institut spricht davon und auf der anderen Seite geht es wieder so rundherum, dann kommen wieder die Zahlen, Katastrophe, Freunde, kann ich nur sagen. Katastrophe. Und da muss man sich einmal Gedanken machen über das Ganze, was da wirklich abläuft, ja? Auch verwendet werden. Es soll bei jeder Verwendung einer FFP2-Maske eine arbeitsmedizinische Untersuchung vorangehen, ob der Träger überhaupt tauglich ist, diese Maske zu tragen. Und wenn er sie dann trägt, dann soll er sie maximal 75 Minuten tragen, um dann sich 30 Minuten wieder erholen zu können. Das empfiehlt das Robert-Koch-Institut. Ja, wie machen denn die das überhaupt? Nachher, wenn sie wo arbeiten? Also von 75 Minuten weiß ich nichts, weil ich war jetzt wo bei einer Person, die hat einen eigenen, wie sagt man, Gastherme gekriegt und da ist der gekommen, der was das installiert hat, der hat die ganze Masken den ganzen Tag umgehabt. Bis zum Mittag halt, hat er eine Pause gemacht, aber es war nachher schon 4 Stunden bis Mittag, hat er die durchgehend oben gehabt, hat keine Luft gekriegt, den habe ich zugeschaut, der hat so blasen, also eine Frechheit.
selbst. Also die FFP2-Maske ist eine Strafverschärfung für die Bevölkerung. Herr Dr. Bischinger, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine, so eine FFP2-Maske länger aufhab? Was passiert im Körper? Also es ist grundsätzlich absolut unzumutbar. Es steht ja auch, wie schon gesagt, im Robert-Koch-Institut, dass diese Maske Privatpersonen nicht zu empfehlen ist. Wenn ich diese Maske dauernd trage, ist erstens einmal nach 3 Stunden, wie schon gesagt, völlig unwirksam. Und in der Zeit, da muss man schon sehr gesund sein, dass man das vertragt. Es wird wahnsinnig viele Probleme geben, es wird dermatologische Probleme geben, periorale Dermatitis, vor allem die COPD-Patienten, die Asthmatiker, die herzkranken Patienten, die etwas schwergewichtigeren Patienten, die ohnehin schon mehr CO2 im Blut haben, die werden. Da fällt mir wieder was ein, ja. In unserer Familie, ja, gibt es einen, der was herzkrank ist, der kriegt schon so keine Luft, weil er vergrößertes Herz hat, kriegt so keine Luft. Kommt schon bei 50 Meter, ist schon fertig und dann soll der noch so einen Zutzel umhaben. Der fällt um. So schaut's aus. Und wer verantwortet das? Niemand. Ist halt nachher gestorben oder was, ne? Ist ja egal. Und dann heißt es, der kann ja nicht an der Maske sterben. Der ist aber nachher an dem gestorben. Sagen wir mal so. Weil sonst hätte er, wenn er den nicht gehabt hätte, hätte er halt schwer Luft gekriegt. Aber nachher kriegt er gar nichts mehr. Und der Sauerstoff ist wichtig. CO2 ins Blut bekommen, die werden kollabieren. Ältere Herrschaften, vor allem die über 80-Jährigen, Todesursache Nummer 1 bei diesen Herrschaften ist Sturz- und Schenkelhalsfraktur. Also die werden massenhaft auftreten. Die Herrschaften werden kollabieren, werden sich den Schenkelhals brechen und werden dann wahrscheinlich in die Statistik als Corona-Tote dann eingehen. Also diese Masken sind eine absolute Zumutung und ich bin nach wie vor fassungslos und kann es nach wie vor nicht glauben, dass man das einfach so flächendeckend über die Bevölkerung drüber rollt. Was passiert im Körper, wenn zu viel CO2, wenn der CO2-Spiegel zu hoch ist? Zuallererst sinkt einmal die Konzentrationsfähigkeit. Wir wissen es bei den normalen OP-Masken, dass schon nach Viertelstunde, 20 Minuten die Operateure deutlich an Konzentrationsfähigkeit verlieren und immer wieder Pausen machen müssen. Das sind die normalen OP-Masken. Bei diesen Masken, die ja eigentlich nur wirken, wenn sie sehr eng getragen werden und einen deutlich erhöhten inspiratorischen Atemwegswiderstand haben. Ja, wenn du sie ganz eng tragst, hey, dann ist eh schon, bist fertig. Man sieht ja oft auch, dass die meisten ganz locker oben haben. Da bläst es nicht auf und zu. Das wird die nicht anders kennen. Das ist ja eine Katastrophe, wenn du das den ganzen Tag hast. Das muss einmal ein Day machen da drinnen oben. Um das geht's und da muss man sich aufregen. Ist ja kein Wunder. Steigt natürlich das Kohlendioxid eklatant, weil es nicht mehr abgeatmet werden kann. Das sammelt sich in der Maske und wird schnurstracks wieder eingeatmet. Also ich kriege jedes Mal Bauchweh, wenn ich die Leute sehe, wie es, wenn sie einatmen, die Maske klappt zusammen wie ein Ventil und wenn sie dann ausatmen, bläht sich es auf wie ein Luftballon. Ich meine, dass das nicht gesund ist, ist klar. Dass die Leute auch durch das ständige Bewusstsein jetzt, sie atmen gegen einen Widerstand, wesentlich mehr psychische Probleme kriegen werden mit der Maske, ist vorprogrammiert. Ich meine, ich habe sie ja jetzt schon in der Ordination. Die Mütter, die jungen Dirndl, die Mädel, die fangen an hyperventilieren, kollabieren und sind verzweifelt. Also das wird richtig massiv zunehmen. Und wie schon gesagt, bei den älteren Herrschaften, das Kohlendioxid, das betäubt, es macht schwindlig und man irgendwann einmal kommt man, so ging's wenn mir. Man die nicht zwischenzeitlich abnimmt und wenn man sie abnimmt und vorne angreift, ist eh schon wirkungslos, dann wirkt es eh schon immer. Aber wenn man das dann tut, nicht tut, dann kollabieren die Herrschaften, es kollabieren Kinder, es sollen ja auch, das ist dann immer durch Faktenchecker, wie schon gesagt, die sind ja ganz schnell dabei, das Gegenteil zu beweisen, in Deutschland Kinder an den Masken und an der CO2-Rückatmung gestorben sein. Wenn man dem allen glauben kann, aber ich halte es durchwegs für möglich, dass in einem solchen Teufelskreis Bewusstlosigkeit, es werden ihnen die Masken nicht abgenommen, sie atmen weiter das Kohlendioxid ein und ersticken ja dann. Ja. Wofür sind diese FFP2-Masken eigentlich gedacht oder was ist eigentlich, wofür kann man sie einsetzen oder also, werden sie eingesetzt? Sind gedacht für Klinikpersonal, für geschultes Personal, das in der Lage ist, diese Masken zu tragen, für den kurzfristigen Gebrauch. Das ist einfach die Wahrheit, was dieser Mensch sagt. Da gibt es nichts zu diskutieren oder irgendwas. Gar nichts. Das ist einfach logisch und nicht
dann rennen die noch im Wald herum, habe ich schon im anderen Video gesagt, auf 2000 Meter auf dem Berg auf und hat Angst, dass der Virus hinterm Baumführer kommt. Versteht's mich? Oder fährt mit dem Rad oder geht joggen mit der Maske. Ich meine, wie verblöden muss man denn die Menschheit noch? In der Industrie, Dass man das so Angst macht. in der Medizin, bei der Intubation von Patienten mit multiresistenten Keimen oder bei der Behandlung von Patienten mit den multiresistenten Keimen. Dazu sind diese Masken gedacht. Aber ansonsten für die breite Bevölkerung sind sie nicht angebracht, nicht indiziert. Und was sind jetzt Gründe, wieso man die Masken nicht tragen sollte? Oder was ist ein Grund für ein Maskenbefreiungsattest? Oder ist eins Gut, es sind ausgeschlossen? immer mehr Punkte. Also erstens einmal COPD-Patienten, Asthmatiker, herzerkrankte Patienten, Patienten, die dickleibiger sind und eine Hyperkapnie, das heißt einen erhöhten Kohlendioxidwert im Blut haben, das kann man sehr gut nachweisen. Dann Patienten, die vermehrt periorale Dermatitiden, also durch diese Dichte. COPD-Patienten sind einmal, ich sage mal, die Hälfte von der Welt da. Weil wenn du rauchen tust, bist du schon COPD-Patient. Dieses dichte Abschließen entsteht ein extrem feuchtes Milieu rund um den Mund. Da nehmen Pilzerkrankungen zu, Ausschläge nehmen zu. Dann, was noch, eben wie schon gesagt, bei den älteren Herrschaften, die werden kollabieren. Und abgesehen von den ganzen psychoemotionalen Erkrankungen, Richtig. Panikdilationsattacken und auch ebenfalls wieder Kollapsneigung, das wird zunehmen. Und das sind dann auch die Gründe natürlich, die man anführen kann, um eine Maskenbefreiung zu bekommen. Das geht natürlich mit einer medizinischen Untersuchung einher, mit einer Lungenfunktion einher, mit einer komplexen Untersuchung. Und wenn dann so ist, dann kann man den Patienten befreien, der dann laut Auskunft meiner Standesvertretung auswählen kann, eben zwischen der OP-Maske, die ja wesentlich durchlässiger ist, zwischen einem traditionellen NMS, Nasen-Mundschutz, was auch immer er sich da zusammenbaut und zuletzt dann das Schild tragen kann. Also das berechtigt die Maskenbefreiung, berechtigt ihn dann letztendlich das Schild zu verwenden. Und wenn er es gar nicht vertragt, dann braucht er auch keine nehmen. Aber da ist Richtig. jetzt nicht mehr so das Gesetz das Problem für ihn, sondern die Mitbürger ein Problem, denn wie sie. Richtig. Die Menschen sind dem nachher das Problem. Der hat keine auf. Der hat keine auf. Warum hat denn der keine auf? Trank's doch, ich hab Angst und was weiß ich. Und hab das erlebt auch, weil ich es weiter unten gehabt habe, gleich zum Streiten angefangen. Die Menschen sind furchtbar. Wo's die. In den Medien schon, im Fernsehen werden die schon jeden Tag bei jeder Werbung platt gemacht und Angst wird gemacht und verbreitet, aber komplett Katastrophe, kann ich nur sagen. Schon gesagt haben, wenn sich einer im Hof ohne Masken blicken lässt, der wird ja fast überfallen schon von den Richtig. anderen. Und auch die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber sind ja häufig auch nicht sehr informiert, was das betrifft. Die nötigen ja eben ihre Arbeitnehmer, diese Masken permanent zu tragen. Also Richtig. das ist dann eben auch ein Grund, dass man das Schild verwendet, vorausgesetzt, es akzeptiert der Arbeitnehmer. Und wie schon gesagt, die Leute sind fast das größere Problem für die Nicht-Maskenträger als die Exekutive. Und deswegen, ja, Schild ist empfehlenswert, dass man da Ruhe hat, aber wahrscheinlich hat man auch schon mit dem keine Ruhe. Na, Für sicher Leute, nicht. die die Maske nicht vertragen. Ja, danke. Ja, wie kann man sich jetzt eigentlich als Bürger verhalten, wenn man jetzt eben irgendwie angegangen wird von einem Polizisten, weil man jetzt eben entweder den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat oder eben keine Maske auf hat. Ich empfehle jedem, der sich Beschwerde erachtet und er ist beschwert, wenn er von einem Polizisten aufgehalten wird, dann soll er eine Strafverfügung verlangen, er soll einen Strafbescheid verlangen und den beeinspruchen, eventuell dann dagegen die Beschwerde einbringen. Die Vergangenheit hat gelehrt, dass diese Bestimmungen allesamt gesetzwidrig waren, verfassungswidrig sind. Der erste Lockdown war verfassungswidrig, die Nachfolgeverordnungen waren verfassungswidrig. Das hier, was hier immer mehr und mehr restriktive Maßnahmen beinhaltet, wird genauso verfassungswidrig sein und wird eines Tages auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden. Ich würde
empfehlen, sich keinesfalls zu begnügen, dass er jetzt 50 Euro oder mehr bezahlt, um die Sache vom Tisch zu haben. Je mehr sich dazu entschließen, diese gesetzwidrigen Bestimmungen anzufechten, desto früher wird das auch ein Ende haben. Wir haben auf unserer Homepage bereits einen Mustereinspruch hochgeladen, den kann man sich adaptieren nach dem besonderen Fall, den kann sich jeder runterladen und dann an die Behörde innerhalb der gesetzten Frist abschicken. Wenn ich jetzt hier die Interpretation vornehmen möchte betreffend der Testverpflichtung, es sei denn, man lässt sich nicht testen, dann muss man eben eine FFP2-Maske tragen, so sind diese Gesetzesbestimmungen sehr unklar und undeutlich geregelt. Entweder lässt das schließen auf ein mangelndes juristisches Verständnis, das ist sicherlich das eine. Das andere, was auch sicher beabsichtigt ist, man möchte einfach den Normunterworfenen in Unkenntnis lassen, weil diese juristische Qualität ist von einem gelernten Juristen im üblichen Sinne nicht zu erwarten. Da heißt es ja dann beispielsweise in der Verordnung, dass sich Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt oder auch Lehrer mit einem unmittelbaren Kontakt zu Schülern oder zu Kindern sich einmal in der Woche einem Test unterziehen müssen und dem Arbeitgeber dies nachzuweisen haben. Ja. Nur Interpretation unmittelbarer Kundenkontakt beispielsweise. Unmittelbar heißt für mich nicht deswegen, weil sich zwei Personen in einem Raum aufhalten. Wenn der Lehrer sich in der Klasse aufhält, ist das kein unmittelbarer Kontakt zu einem Schüler, sondern ein rein mittelbarer Kontakt. Man könnte einen unmittelbaren Kontakt erst juristisch annehmen, wenn jetzt der Schüler sehr nahe beim Lehrer steht und man hier ein Gespräch führt. Wenn der Lehrer jetzt vorne steht und unterrichtet, ist das für mich kein unmittelbarer Kontakt. Ja. Das Gleiche gilt hier auch beispielsweise für Mitarbeiter mit Parteienverkehr bei den Landesverwaltungsgerichten oder Verwaltungsbehörden. Parteienverkehr ist eingeschränkt und Parteienverkehr ist auch zeitlich eingeschränkt. Und wenn jetzt ein Verwaltungsrichter eine Verhandlung führt, dann ist das für mich kein Parteienverkehr. Ich muss die Verordnung so interpretieren, dass sie die geringste Last für den Normunterworfenen bedeutet. Also ich darf hier, nachdem es sich um einschränkende Bestimmungen handelt, nicht extensiv interpretieren. Und das Nächste, derjenige, der sich jetzt nicht testen lässt, der muss diese FFP2-Maske tragen. Ja. Nur das Gebot, sich testen zu lassen oder einen Nachweis dem Arbeitgeber vorzulegen, betrifft den Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber ist meines Erachtens weder berechtigt, noch ist er verpflichtet, ein solches Attest von seinem Arbeitnehmer zu verlangen. Es steht nicht in der Verordnung, dass der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer ein Attest verlangen darf. Nur der Arbeitnehmer hat es nachzuweisen, richtet sich also auch gegen den Arbeitnehmer. Und wenn es dann in der Verordnung unter § 17 weiter heißt, dass der Inhaber eines Betriebes etc. ermächtigt wäre, personenbezogene Daten einzusehen, so betrifft es aber nur eine Ermächtigung juristisch, keine Verpflichtung. Ja. Und die Ermächtigung heißt noch lange nicht, dass diese Person berechtigt wäre. Würde ich versuchen, diese Bestimmungen verfassungskonform zu interpretieren, was ohnehin nicht gelingen wird oder ausgesprochen schwierig ist, dann komme ich nur zu dem Schluss, er kann es ja, also sprich der Arbeitgeber kann es ja gar nicht rechtens verlangen, weil personenbezogene Daten dem Datenschutz unterliegen und ich brauche diese Daten nur zu offenbaren als Betroffener, wenn ich damit einverstanden bin. Ich kann also nicht gezwungen werden, ohne mein Einverständnis meine Daten preiszugeben. Und wenn jetzt der Inhaber eines Betriebes ermächtigt werden soll, durch eine Verordnung, was rechtlich gar nicht möglich ist, welche Funktion übt er dann aus? Soll dann der Betriebsinhaber ein staatliches Vollzugsorgan werden? Soll er im Sinne des Verwaltungsrechts ein Belierner werden? Dazu brauche ich spezielle Normakte und dazu brauche ich spezielle gesetzliche und auch bundesverfassungsgesetzliche Bestimmungen. Die liegen nicht vor. Und dass es nicht funktioniert, erkennt man bereits an dem Beispiel, wenn es die ermächtigte Person, der ermächtigte Inhaber
einen Fehler begehen sollte und ein anderer kommt zu Schaden, haftet dann der Betriebsinhaber persönlich oder haftet die Republik Österreich, weil plötzlich das Amtshaftungsgesetz anzuwenden wäre? Republik Österreich wird sicherlich sagen, diese Person ist nicht in Vollziehung der Gesetze tätig geworden. Und damit führt sich das Ganze letzten Endes rechtlich ad absurdum. Das heißt, dass das eigentlich keine Gültigkeit hat und dass ich jetzt Ich bin überzeugt davon, dass der Verfassungsgerichtshof dies alles beheben wird. Es wird auch angefochten, es wird von mehreren Personen angefochten werden. Nur diese Bestimmungen sind so unklar, dass sie für den Normadressaten keine wirklich erkennbare Verpflichtung ergeben, weil es besteht ja der Grundsatz, nullum böner sine lege, keine Strafe ohne Gesetz. Derjenige, der zu einem Handeln oder Unterlassen verpflichtet werden soll, der muss klar erkennen, was man von ihm möchte. Das ist hier aber nicht klar zu erkennen. So schaut's aus. So, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr, vielleicht glaubt ihr ein bisschen mehr. Oder das merkt man ja selber, das kann ja nicht sein, dass die Menschen das nicht merken, dass das alles nicht gut wird, ne? Da ist nicht jetzt Virus hin, Virus her. Ja, Virus ist ja da, den gibt's ja, ne? Aber hätten wir uns schon längst einmal durchseuchen lassen, sagen wir mal so, auf gut Deutsch, so wie die Grippe oder die Schweinegrippe oder die, da gibt's ja Vogelgrippe und scheißegal, ja. Da hat auch keiner was gesagt. Und immer mehr, da ist nicht so durchgegangen, aber haben sie halt was Neues einfallen lassen, sage ich mal so. Und wenn das eine Grippe ist, dann werden auch viele sterben. Und dann der Schweinegrippe und was weiß ich, hat es auch einen Impfstoff damals gegeben, was ich noch weiß. Und dann haben sie sich viele impfen lassen. Und dann hast du nirgendwo richtig sehen können, wie viele da gestorben sind. Aber ich habe die Zahlen noch einmal gesehen, das waren über, weiß ich nicht mehr. Ich sage jetzt keine Zahlen. Aber die waren sehr hoch, sechsstellige Zahlen. Ja? Okay, das war es noch bei gesundem Wissen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann tut den Kanal abonnieren, tut auf die Glocke drücken und gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss, Baba.